Ja, also der Ursprung war, dass im Nebengebäude eine Kita aufgeht. Und die Gemeinderätin ist mich zugekommen und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, dass wir hier auf dem Gelände des Violino einen Spielplatz bauen. Mir war es sehr wichtig, dass auch die Bewohner einen Mehrwert haben von dem. Und nicht nur den Kindern beim Spielen zuschauen, sondern dass sie auch selber an die Geräte gehen können und selber ausprobieren können. Und dass sie körperlich und auch geistig gefordert werden. Beim Bau von dem Spielplatz war mir sehr wichtig, dass wir auf Qualität setzen. Und ich habe gewusst, dass es eine Stiftung gibt, die sich genau auf das spezialisiert hat. Die haben uns dann die ganze Zeit begleitet. Bei generationenverbindenden Elementen achten wir darauf, dass wirklich beide Generationen zusammen eine Aufgabe haben. Zum Beispiel bei dem Wasserspiel braucht es beide Personen, damit das Wasser erst ausgelöst wird, damit jemand anderes spielen kann. Unsere Aktivierung hat auch Kurs gemacht, wo genau das zum Tragen kommt, dass Generationen verbinden, dass das gelingt. Ein Highlight ist für mich natürlich, wenn ich sehe, wie die Bewohner mit den Kindern sich treffen, wie sie lustvoll tragen. Also wir von der Kita finden den Platz grossartig. Die vielen Spielvarianten, die es gibt, und natürlich den grossen Tisch, den wir uns hier nachher verpflegen mit 4 und 9. Ja, aber manchmal gehe ich wieder schauen, was sie aber wieder im Park rumlaufen. Also die Reaktionen, jetzt, wo der Park fertig ist, sind wirklich überwältigend. Also wir haben immer Leute auf dem Platz, auch selbst wenn es regnet. Es kommen Leute von extern. Die Bewohner sind immer da irgendwo unterwegs. Also ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass der Park so gut ankommt bei der Bevölkerung.